Also hier oben habe ich jetzt nur noch zwei Quests gefunden, die aber Irdene freischalten werden. Deswegen lasse ich die erstmal noch stehen. Die machen wir dann extra. Aber hier unten, nee, oben, ah, da drinnen haben wir noch Aufgaben. Ein Gastwirt. Benötigt ihr etwas? Willkommen in Gundagas. Ist ein Satz, den ich noch nie zuvor aussprechen musste, echt nicht? Hatte er noch nie Besuch? Wir haben kaum Besucher, aber da ich annehme, dass ihr zum Arbeiten gekommen seid, könnt ihr die Gastfreundschaft unserer Arbeiter genießen. Wann ist eure erste Schicht? Okay. Bleibt konzentriert. Ich habe einen Vorschlag für euch. Wir haben hier von Zeit zu Zeit ein paar rüpelhafte Gäste. Nichts Schlimmes, aber unsere Leute arbeiten hart und die Dinge können schneller außer Kontrolle geraten als ein wild geschwungener Hammer. Normalerweise würde ich ihnen einen freundlichen Schlag auf den Kopf verpassen, um ihnen selbigen zurechtzurücken. Allerdings habe ich meinen Messingschlagring verloren, als ich Wächterin Toki beim Beseitigen der Monster am Stadtrand geholfen habe. Könnt ihr meinen Schlagring holen und ein paar Streicheleinheiten verteilen? Tötet Kreaturen in der Gegend von Gundagas, um Brax Messingschlagring zu finden. Das können wir machen, das machen wir doch gleich mal. Okay, so sieht's aus. Alles schön verteilt. Dann gehen wir jetzt erstmal. Sollen wir die Tiefen mal gleich machen? Und uns dann hier hocharbeiten? Und hier gibt's auch noch einen Bonus: die Rückeroberung der Wasserwerke. Dann gehen wir doch jetzt erstmal in den Süden und machen da die Tiefe zuerst. Und die Gegner hier haben natürlich auch, wenn wir Glück haben, Brax seinen Messingschlagring. Aber Brax hat, glaube ich, noch mehr Zeug verloren. Guckt mal hier, Brax Lieblingsspielzeug. Die Zähne glänzen und sind abgenutzt. Vermutlich wurden sie als Glücksbringer gerieben. Zähne? Zähne? Ach, die Zähne von dem Zahnrad. Klingt irgendwie gruselig. Da sind wir beim Bonusziel. Kobolde töten, Schläger der Wasserwerke töten und Tunnel in die Luft jagen. Diese hier. Mit was? Edelsteine nur für Flackerdocht. Nicht nehmen. Flackerdocht immer noch leuchten am hellsten. Heller als Edelsteine. Wie sprengen wir die Dinger? Ah, das ist wahrscheinlich gar keiner, den wir sprengen sollen. Hier ist die letzte Bastion, die gegen die Kobolde verteidigt wird. Wir haben Brax Messing Schlagring gefunden, aber auch noch ein paar andere Sachen von ihm. Einen Schuh. Man sollte meinen, er hätte seine Abwesenheit gemerkt, bemerkt. Dann eine Aufgabenliste. Kellerzeug. Grundlegende Schleime, Schlicke, Totes und Verrottetes sauber machen. Seinen Hut, die Hörner sind etwas übertrieben. Und sonst das andere. Doch, sein Zahn doch auch noch. Das sieht verdächtig nach einem Eisenbahnnagel aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob wir noch irgendwas finden, nachdem wir das Quest-Item haben. Aber eigentlich schon sehr witzig. Jo, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen noch um die Kobolde kümmern. Aha, da finden wir auch das Dynamit, das wir brauchen, um die Tunnel zu sprengen. Müsste jetzt gehen, ja genau. Jetzt haben wir da einen erleuchteten Tunnel, da sieht man es. Es leuchtet da. Können wir ihn nutzen.
Zack. Ihr Tunnel. Jetzt fehlen uns noch Schläger und das sind diese hier. Etwas kräftiger gebauten Kobolde. Aber so furchtbar viele gibt's hier gar nicht. Da ist noch einer. Und hier unten in der Taverne, in der ehemaligen Taverne, sitzt Flacker doch. Aber den brauchen wir gar nicht, ne? Zumindest noch nicht. Wir haben noch keine Aufgabe für ihn. Und der droppt auch nichts Besonderes. War da noch irgendwo so ein Starken? Den Bonus haben wir erledigt und jetzt müssen wir mal schauen, wo die Tiefe ist. Ist es das hier? Da liegen so ein paar tote Irdene davor. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, hier haben wir die Tiefe. Wir gehen mal wieder... Ah nein, wir können gar nicht höher als 3. Weil die Saison 1 noch nicht begonnen hat. Okay. Dann müssen wir ab jetzt auf 3 erstmal bleiben. Kobolde haben die Wasserwerke besetzt und die betreibenden Ingenieure gefangen genommen. Da schnottert's kräftig. Oh, ich habe gar nicht geguckt, was wir für einen Manko haben, aber ich glaube, das ist tatsächlich hier die giftige Luft. Und wahrscheinlich können wir hier unten uns reinigen. Kobolde stiften Chaos und es gibt keine eindeutige Lösung für so eine Situation. Muss es doch Prozesse geben. Okay, wir dürfen wieder was rumschleppen. Dieses Gerät schützt uns vor dem Gift. Es ist wie die Kerze. Funktioniert wahrscheinlich dann auch ähnlich. Wir haben alle unsere Aufgaben. Ihr könnt die Lösung für diese Fehlfunktion sein. Kobolde haben die Wasserwerke entweiht und mehrere Arbeiter entführt. Rettet unsere Arbeiter und besiegt die Kobolde. Das Getriebe muss wieder malen. Ja, natürlich. Ich arbeite noch. Geht Auftrag ihr? Bestätigt. Denkt daran, dieses Gerät zu bergen, um euch vor dem kommenden Giften zu schützen. Okidoki. Ich glaube, an Bran müssen wir nichts ändern. Das ist schon okay so. Level 6 inzwischen. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, dann nehmen wir das Gerät mal mit. Seid vorsichtig. Die Macht des Totems lässt mit jedem Schritt nach. Ja, wie die Kerze. Ja, ja, ja. Okay. Ich gehe aufs Ganze. Eigentlich ein bisschen schade. Gerade in Anführungsstrichen, dass das jetzt wieder bei Kobolden das gleiche System ist, ne? Also, ob ich jetzt eine Kerze trage oder ein Totem, das mich entgiftet, ist ja schon egal. Hier haben wir einen Arbeiter. Die Kobolde haben das Chaos ausgenutzt! Das dürfen wir nicht dulden! Ja, ich versuche mich mal möglichst wenig zu bewegen und erstmal hier ein bisschen Ordnung zu machen. Das ist wieder eher so eine Mine, ne? Brand ist gleich hinüber, denn hier ist so ein ganz böser Kobolds-Auftrag-Sucher. Das war's für mich. Ja, du musst dich ja auch nicht mitten ins Getümmel stürzen. Aber er wird schon wieder aufstehen. Das will ich lieber nicht nochmal machen. Setzen wir uns kurz hin, um uns zu erholen. Ja, ah ja, er hat ein Lagerfeuer. Bringt uns das was? Gereinigte Luft. Umgeben von gereinigter Luft, wodurch Vergiftungen verhindert werden.
Und gemütliches Feuer. Vielseitigkeit um 1 erhöht. Okay, also nichts Spezielles. Aber er sieht ja schon wieder fit aus. Dann schauen wir uns doch mal in der Höhle um. Aber gefühlt hält das Totem ein bisschen länger als die Kerze. Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Wahrscheinlich gleich lang. Toller Fund! Der Effekt von dem Gift ist auch komplett gleich wie von der Dunkelheit. Durchnässt von Gift, was die maximale Gesundheit verringert. Okay, da haben wir auch wieder solche Fallen. Luftreiniger. Also sehr ähnlich wie diese eine Kobold. Verseuchte dieses Grab, ne? Es war unter diesen Gräbern, Katakomben. Und auch hier, guckt mal, wie viel ich noch hab von dem. Sind wir hier ziemlich schnell wieder beim nächsten Totem. Also da pressiert es nicht wirklich, wenn man nicht unnötig viel rumhüpft. Aber ich habe das Gefühl, die haben schon ordentlich Lebenspunkte. Vielleicht weil mein Equip natürlich im Verhältnis zum Level so langsam ein bisschen nachlässt. Ragt einfach so eine Kappe aus dem Boden, kam mir schon suspekt vor. Und natürlich ist es ein Elite-Ra. Oh, der schmeißt sogar mit kleinen. Ob der jetzt gleich da noch raushüpft oder ob der nur mit einer Kappe geworfen hat. Bran sieht wieder alt aus. Ich glaube, Bran. Soll ich den wieder als Heiler machen? Kann ich ihn hier rausholen? Ach, ich kann ihn heilen. Oder? Ah, natürlich nicht, wenn ich zurückgesprengt werde. Ach, ich kümmere mich mal lieber hier. Dachte schon fast, ich wäre erledigt. Oh. Das ist ein Pilzfallen, ein Pilzfußpolster. Ermöglicht euch den Doppelsprung. Jedes Mal, wenn ihr einen Doppelsprung ausführt, werdet ihr geheilt. Das ist auch nice. Aber wir brauchen ein neues Totem. Mal gucken, ob da noch was im Wasser ist. Da können wir angeln. Dann machen wir mal die Koboldhorden noch platt. Können wir hier reinspringen und dann... Nö, wir können nur drüber laufen. Ich habe gerade gedacht, vielleicht könnte man da drunter auch eine Kiste verstecken, aber leider fällt man da nicht rein. Manche werden das vielleicht begrüßen, aber ich hätte das schon cool gefunden. Weil da vielleicht nicht jeder drauf kommt. Guter Fund. Mal sehen. Oh, da war ein Erdhaufen. Wenn man ihn dorthin schickt, beziehungsweise hinbringt, Bran, dann
buddelt er und findet einen geschmolzenen Motor, umgibt euch mit einer feurigen Barriere, die Schaden in Höhe von 25% absorbiert. Bei Entfernung fügt der Motor Gegnern in der Nähe wiederholt Schaden zu. Ja, das ist doch nice. Ich glaube, das müsste... Oder hätte er das... Ich glaube, diesen Erdhaufen hätte er sowieso gefunden. Wir sind jetzt hier wieder an einem Wiederbelebungsstein. Und könnten Bran umskillen, wenn wir wollten. Wollen wir? Nö. Aber wenn wir das hier anschauen, dann sehen wir nämlich hier... Setzt Sammelwerkzeuge ein, um zusätzliches Golderz, Leder und Kräuter, Fische und Schätze zu finden. Doch, das müsste das sein. Dass er jetzt da ran konnte. Sonst hätten wir das nicht freigekriegt. Okay, dann wird's ja jetzt, wobei uns fehlt noch ein Arbeiter, aber wahrscheinlich auch bald zum Boss gehen. Seid vorsichtig! Die Macht des Totems lässt mit jedem Schritt nach! Da ist er, der Letzte. Der Handführer ist davon! Setz diesem Chaos ein Ende! Wach's, Bratz! Okay. Kriegen auch noch mal ein frisches Totem. Man muss sich immer noch mal umdrehen und überall dahinter schauen. Toller Fund! Da ist er. Auch hier können wir zur Not noch mal ein Totem holen. Da hinten, ganz hinten. Fantastisch! Oh, was hat er da gehämmert? Ja, guck mal, da ist ein Erz. Doch, er hat uns einen Bismut verschafft. Eins. Ich dachte gerade, weil das noch da steht. Wenn wir jetzt selber noch abhacken könnten, dann hätten wir noch ein bisschen mehr. Ja gut, tun wir dem mal das Handwerk legen. Wachsfratz. Wachsfraß, Wasserwerke gehören, großes Wachsbasteln. Echt? Eine große Kerze? Oder ein Wachsmonster? Oh, was macht der böse Sachen? Ich mach hier Damage. Ist das der Schild, den ich habe? Heilen wir mal unseren Bran. Wir können es ja. Und es ein bisschen. Also machbar ist es gut, aber Bran ist so ein bisschen dünnbrüstig, ja? Oder dünnhäutig. Aber selbst wenn er jetzt Heiler wäre, würde er sich ja nicht selber heilen, glaube ich. Nee, das heilt ihn nicht. Mein Pet. Ich ignoriere den jetzt einfach. Wenn er stirbt, stirbt er. Oder wenn er in die Knie geht, sagen wir mal so. Gefangene Ingenieure. Wasserwerke Geschichten schließt alle Variationen der Geschichten, die Wasserwerke ab. Das ist mir bei den anderen gar nicht aufgefallen. Ah, tatsächlich. Das heißt, wenn man da reingeht, kriegt man nicht immer die gleiche Geschichte. Ach, danach brauche ich eine Pause. Gut, das heißt, naja, wir werden hier eh noch öfter reingehen. Du brauchst eine Pause, dann gehe ich mal hier noch nach Schätzen suchen.
Vielleicht ist hier noch irgendwo irgendwas versteckt. Da kann man noch angeln. Hier gibt es nochmal ein Erz. Ach, der hat die Angel gezückt. Er angelt auch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und wir haben auch von ihm ein Erz bekommen. Eine Kiste mit einem Barren der schallenden Tiefen. Drecksmaterial. Jo, und hier ist Sackgasse. Hat er uns schon den Fisch rausgezogen? Nee, wir sind zu schnell vorbeigelaufen. Machen wir gleich. So, geangelt haben wir. Jetzt holen wir uns unseren Schatz. Und das Gold. Fantastisch! Ja, und das war's dann, glaube ich, schon. Haben wir überall geguckt? Der Greifer nimmt einen gar nicht mit, ne? Wenn man nicht alles gelootet hat, kann das sein. Oder zumindest die Schätze nicht. Doch. Aber er leuchtet dann, glaube ich, nicht. Götze der brutalen Kraft. Springt auf Bran, wenn er dazu auffordert, damit er der Spielercharakter auf ihre Gegner schleudert, damit er mich dahin schleudert, was diese zurückstoßt und ihnen erhebliche körperlichen Schaden zufügt, der unter ihnen aufgeteilt wird. Naja, wer hat sich dann das ausgedacht? Fantastisch! Nee, das benutzen wir jetzt lieber nicht. Dann haben wir hier eine klimperte Tasche mit Gold bekommen. Oh ja, ja, na ja. Und eine Mixtur. Kuss des Todes. Den, oh, der ist sogar richtig gut. Zumindest von der Beweglichkeit her schon. Trinkt aus der Fiole, damit die Toxine durch eure Adern zirkulieren und alle Sekundärwerte 30 Sekunden lang um Bla erhöhen. Setze sie erneut ein, um euch das Gegengift zu verabreichen und den Effekt zu beenden. Wenn ihr das Gegengift nicht vor Ablauf des Effekts einnehmt, werdet ihr 5 Sekunden lang betäubt. Oh, wie fies ist das denn? Das heißt, wir werden verbessert, aber müssen auch noch aufpassen, dass wir nicht dran sterben. Ja, dann nehmen wir das doch mal gegen die Lebensflammenampulle. Die habe ich jetzt sehr lang gehabt. Aber jetzt haben wir einen neuen Effekt. Hat der andere auch was? Nee, nur anlegen. Ist mir eigentlich, der Passive ist mir eigentlich immer ein bisschen lieber. Jo. Was haben wir da? Kette nicht gesammelt. So, zur Sicherheit. Bei dem ist ein bisschen komisch. Das ist auch Kette. Aber der liest es nicht ein. Warum auch immer. Es ist halt einfach ein Gürtel. Future Warband, Warband Collected. Weiß nicht, ob das einfach nur ein Bug ist. So langsam sehen wir anders aus, ne? Die ganze Rüsi ausgetauscht ist. Okay, dann sind wir hier fertig. Und verlassen mal. Niemand da, der uns Danke sagt? Doch, da unten. Dieses Gerät schützt uns vor dem Gift. Halt, ja, ja, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann sind wir doch fertig. Oh, guckt mal, wir haben hier sogar was stehen lassen. Ich sag ja, man muss sich eigentlich in jedem Gang nochmal umdrehen, um zu gucken, ob hinter den Säulen noch was steht. Okay, trefft euch mit Bran vor den Wasserwerken. Ach da. Seht mal, eine Schatztruhe, völlig ungeschützt. Scheint mir nerubisch zu sein. Oh ja. Sehr nerubisch. Kommt man noch nicht dran, wahrscheinlich erst wenn wir abgeben. Rein und raus, ganz ohne Probleme. Bis auf die Falle in dieser Kiste da vor uns. Oh, er weiß schon, dass da eine Falle drin ist. Tut
nichts, was ich nicht auch tun. Jemand beobachtet uns. Sie haben diese Kiste für uns hier hinterlassen. Gebt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ich werde die Falle auslösen und dann sehen wir, was hier wirklich vor sich geht. Die Wahrheit ist da draußen. Okay, wir sollten die Falle dieser Truhe auslösen, um an den Inhalt zu kommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Naja, ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir wollen trotzdem wissen, was drin ist. Eine seltsame Truhe. Trete zurück, es ist eine Falle. Ah, oh nein! Fliege ich jetzt hier runter? Brand, Monzebad und die Forscherliga. Warte mal. Jetzt kriegen wir das gar nicht richtig mit. Oh Mann! Bloß weil ich Angst hatte, dass ich jetzt rückwärts in die Tiefe wieder gehe. Aber das wäre gar kein Problem gewesen, weil der Eingang der Tiefe ist da hinten und nicht hier. Egal, ihr habt's gesehen. Da ist ein Schemen aufgetaucht und hat gebrüllt. Abbild von Zequir. Bran Bronzebart und die Forscherliga, stellt eure Erkundungen sofort ein. Andernfalls müsst ihr euch Zequir, Hand der Vorbotin, stellen. Oha, wir beobachten euch, wir warten ab. Ach, wir werden nicht aufhören, das könnt ihr mir glauben. Ich setze meine Erkundungen fort, um herauszufinden, wer genau dieser Zequir ist. Ja, sonst wär's ja nicht Bran, ne? Und ich will's ja auch wissen, wir beide. Nun, ich werde mich von einer kleinen Bedrohung nicht vom Forschen abhalten lassen. Wie es aussieht, muss ich weitere Untersuchungen anstellen. Sicher, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Sichere Reise. Ich bin weg und jetzt noch aufgeregter als zuvor. Es gibt einen Schatz zu heben und ein Geheimnis zu lüften. Ja, wir werden noch einige Tiefen durchschreiten.